Ich habe mal eine ernst gemeinte Frage an euch, die ihr gerne in den Kommentaren beantworten könnt. Wenn ihr wüsstet, dass es bald mit euch zu Ende geht, dass euer Ende bevorsteht und ihr bekommt noch einen Wunsch und dieser Wunsch ist, dass ihr euch aussuchen dürft, was das Letzte sein soll, was ihr esst. Was würdet ihr wählen? Was wäre das letzte Gericht, was ihr essen wollt, bevor es zu spät ist? Wäre es vielleicht ein Gericht aus eurer Kindheit, das ihr früher immer mochtet? Etwas, das ihr noch nie zuvor gegessen habt, aber schon immer mal probieren wolltet? Oder vielleicht einfach euer Lieblingsessen? Schreibt das gerne in die Kommentare, denn wir wollen heute darüber sprechen, was grausame Verbrecher in der Vergangenheit sich gewünscht hatten. Aber nicht die normalen Antworten, wo sich Leute Pizza oder Burger wünschten, sondern ich möchte euch heute 10 gruselige, verstörende oder seltsame letzten Mahlzeiten vorstellen, die von grausamen Menschen gefordert wurden. Also, wenn euch das Ganze interessiert, lehnt euch jetzt zurück und jetzt kommen die seltsamen letzten Mahlzeiten. Als erstes haben wir einen Mann namens Odell Barnes. Und Odell Barnes hatte dahingehend einen sehr besonderen Wunsch, was er essen wollte, weil er eben keinen Wunsch hatte. Beziehungsweise er sagte den Leuten, dass er einfach nichts möchte, zumindest kein Essen. Stattdessen forderte er etwas anderes. Statt einer letzten Mahlzeit, die ihm gewährt wird, wollte er, dass es auf der Welt Gerechtigkeit, Gleichheit und Weltfrieden gibt. Das Ganze klingt jetzt vielleicht erstmal sehr nett und schön. Ein Mann fordert, dass es auf der ganzen Welt Gerechtigkeit gibt und verzichtet damit auf sein letztes Essen auf dieser Welt. Doch auch wenn das Ganze nett klingt, muss man sich vielleicht erstmal angucken, wer Odell Barnes gewesen ist. Denn Odell Barnes war alles andere als ein netter Mann. Er brach einige Jahre zuvor bei einer über 40-jährigen Frau namens Helen Bass ein. Wahrscheinlich wollte er sie einfach nur ausrauben und hatte sonst nichts im Sinn gehabt, aber wurde davon überrascht, dass sie vorzeitig wieder nach Hause kam. Anstelle zu flüchten und Wertsachen dort zu lassen, entschied er sich, Helen Bass anzugreifen und zu beseitigen. Wahrscheinlich tat er noch andere schreckliche Dinge, auf die ich nicht genauer eingehen will, aber man kann ziemlich sicher sagen, dass er eben ein schrecklicher Mensch gewesen ist, der nicht umsonst im Gefängnis saß. Von so einer Person also zu hören, dass sie Weltfrieden fordert, klingt dann schon etwas seltsam. Als nächstes haben wir James Edward Smith. Und Jade Edward Smith hatte eben auch in der Vergangenheit, im Jahr 1983, etwas wirklich Schreckliches getan. Er war dabei gewesen, eine Bank zu überfallen, eben bewaffnet, und erschoss dabei einen der Mitarbeiter, obwohl dies auch überhaupt nicht notwendig gewesen wäre. Dafür wurde auch er eben zum Tode verurteilt und sein letzter Wunsch war wirklich seltsam und ziemlich verstörend. Denn er forderte, dass sein allerletzter Wunsch, was er essen will, ein Haufen Erde war. Er sagte, dass er einfach nur einen Haufen Dreck haben will, den er dann isst. Aber es gibt unterschiedlichste Regeln, was eben die Leute sich wünschen dürfen und was nicht. Und eine dieser Regeln ist, dass es eben eine Speise sein muss. Das heißt, die Leute müssen sich schon etwas Essbares oder zu trinken wünschen. Und deswegen wurde ihm dieser letzte Wunsch von einem Haufen Dreck verwehrt. Stattdessen sagte er einfach, dass er dann einen Joghurt nimmt. Aber stellt euch einmal vor, ihr habt noch einen einzigen Wunsch frei und statt euch etwas zu wünschen, was ihr mögt, wollt ihr einfach nur Dreck essen. Als nächstes haben wir Adolf Hitler. Und ich weiß, was ihr denkt. Adolf Hitler ist kein Sträfling, der im Gefängnis saß und einen letzten Wunsch bekam, eine letzte Mahlzeit, aber er ist definitiv auch ein schrecklicher Verbrecher und deswegen wollte ich ihn in dieser Liste mit einbringen. Denn seine letzte Mahlzeit kennen tatsächlich die meisten nicht. Zu sich genommen hat er sie am 30. April 1945, als er wusste, dass der Krieg verloren war und kurz bevor er die Cyanidkapsel mit Eva Braun zusammennahm, um sich das Leben zu nehmen. Man ist nicht zu 100% sicher, was genau sein letztes Essen war, aber es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder war seine letzte Mahlzeit eben eine Lasagne gewesen oder Pasta mit einer hellen Soße. Dies war das Letzte, was er noch essen wollte, bevor er danach in seinem Zimmer verschwand und sich das Leben nahm. Zwar kein Verbrecher, der im Gefängnis sein letztes Essen bekam, aber einer, der es im Bunker zu sich genommen hatte. Als nächstes haben wir einen Mann namens Victor Figuer.
Und Victor hatte etwas Schreckliches getan, wie eben auch die anderen Leute in dieser Liste. Er hatte einen Arzt ausgetrickst, indem er ihm erzählt hatte, dass er eine verletzte Frau bei sich zu Hause hat, die Hilfe braucht. Der Arzt kam natürlich sofort dahin, um zu helfen, nur um dann im Inneren der Wohnung von Victor keine Frau vorzufinden und von Victor übermannt zu werden und dann beseitigt zu werden. Für diese grausame Tat wurde er dann auch eben zum Tode verurteilt und war tatsächlich der letzte Todestraktinsasse in Iowa gewesen. Auf jeden Fall, seine letzte Mahlzeit, die er sich wünschte, war wirklich speziell. Denn er forderte als letztes Essen eine einzige Olive. Aber mit einer Besonderheit. Denn er forderte, dass diese eine Olive nicht entkernt ist. Sprich, dass der Kern immer noch im Inneren der Olive ist. Der Grund dafür war folgender. Er wollte diesen Kern nehmen und ihn eben in seine Tasche packen und mit dieser Olive bzw. mit diesem Kern zusammen beerdigt werden. Der Grund dafür war gewesen, dass er hoffte, dass aus diesem Kern ein Baum sprießen würde und dieser Baum über seinem Grab dann für Frieden steht und quasi ein letztes Mahnmal für ihn ist. Dies war letztendlich sein Wunsch und tatsächlich wurde er ihm gewährt. Er bekam eine nicht entkernte Olive und hatte tatsächlich, als er beerdigt wurde, den Kern in seiner Tasche gehabt. Es ist allerdings nicht bekannt, ob tatsächlich daraus ein Baum gewachsen ist, weil man wahrscheinlich diesen Baum auf dem Friedhof auch hätte entfernen müssen, weil er da wahrscheinlich nicht einfach mittendrin stehen dürfte. Aber dieser seltsame Wunsch von einem schrecklichen Täter wurde gestattet. Als nächstes kommen wir zu John Wayne Gacy, ein Serienkiller, den wahrscheinlich viele von euch kennen könnten. Dieser schreckliche Mensch hatte in seiner Zeit, wo er eben tätig war, 33 Jungen und junge Männer beseitigt und war dafür ebenfalls dann in den Todestrakt gekommen. Auf jeden Fall hatte er einen besonderen Wunsch, der jetzt erstmal für alle, die es hören, relativ normal klingen könnte. Denn er forderte zum Beispiel Kool-Aid als Getränk oder auch Shrimps, aber vor allem wollte er unbedingt KFC-Hühnchen haben. Er wollte ein Menü von KFC haben. Allerdings nicht, weil er eben als Kind so gerne KFC zu sich genommen hatte, sondern weil er während seiner Zeit, wo er eben viele seiner schrecklichen Taten beging, Manager bei KFC war. Und quasi als Erinnerung an diese Sachen, die er damals getan hatte, entschied er sich, ein Gericht zu sich zu nehmen, das er während dieser Zeit viel gegessen hatte. Das heißt quasi, er entschied sich für ein Gericht, was ihn unter anderem auch an seine schrecklichen Taten noch einmal erinnerte. Als nächstes haben wir Ricky Ray Rector, ein Mann, der im Jahr 1981 einen Polizisten erschossen hatte. Seine letzte Speise, die er zu sich nehmen wollte, sah erstmal auf dem Papier relativ normal aus. Nichts, was irgendwie seltsam war, nichts, was besonders ist. Ebenfalls Kool-Aid Pommes, aber das Besondere hierbei war ein Kuchen, den er sich bestellt hatte. Denn zu seinem normalen Gericht entschied er sich, dass er eben einen Kuchen haben wollte, aber während er diesen Kuchen aß, ließ er plötzlich ein Stück am Ende übrig. Ihr müsst wissen, im Normalfall ist es so, dass die Todestrakthäftlinge nichts übrig lassen. Sie essen alles auf, ob sie nun noch Hunger haben oder nicht, allein schon, weil das Essen die ganze Sache noch herauszögert. Aber er ließ ein Stück des Kuchens zurück und sagte, dass er das mit Absicht getan hatte, weil dieses Stück Kuchen für später übrig blieb. Dieses Später, auf das er hoffte, trat natürlich nie ein. Als nächstes haben wir einen jungen Mann namens Troy Davis. Und über Troy Davis reden ist ein bisschen schwer, denn er wurde tatsächlich hingerichtet, aber bis heute ist man sich nicht sicher, ob er tatsächlich schuldig war. Denn er wird dafür verantwortlich gemacht, einen Polizisten erschossen zu haben, aber das alles beruht nur auf Zeugenaussagen, die sich nicht sonderlich sicher waren, ob er es jetzt wirklich gewesen ist oder nicht. Und weil sein Vorfall eben so extrem seltsam war und sich viele Leute unsicher waren, ob er es jetzt war oder nicht, sagte er, als er gefragt wurde, was er als sein letztes Mal haben will, dass er gar nichts möchte, dass er keinen bestimmten Wunsch hat, einfach irgendetwas haben will, weil er sich absolut sicher war, dass dies nicht sein letztes Gericht sein würde, dass er eben noch freikommen würde, dass er noch ein weiteres Mal haben wird, aber er hatte Unrecht. Dies war seine letzte Chance, sich etwas auszusuchen, denn direkt danach wurde er hingerichtet. Als nächstes haben wir Lawrence Russell Brewer.
Und er wollte mit seinem letzten Wunsch noch einmal den Leuten im Gefängnis eins auswischen. Denn er wurde dafür verantwortlich gemacht, dass er im Jahr 1998 einen 49-jährigen Mann beseitigt hatte. Dafür kam er eben in den Todestrakt und durfte auch seinen letzten Wunsch äußern. Und sein Wunsch war ziemlich viel gewesen. Während es viele Leute in dieser Liste gab, die relativ wenig oder sehr bescheidene Gerichte bestellt hatten, bestellte er quasi alles, was ihm einfiel. Er bestellte sich einen Burger, er bestellte sich Pizza, er bestellte sich gegrilltes Fleisch, er bestellte sich besonderes Eis, das noch sonst welche Extras haben sollte und vieles, vieles mehr. Sein letztes Gericht, was er gefordert hat, war nicht nur ziemlich viel, sondern auch wirklich sehr teuer gewesen und schwer zu besorgen. Aber weil es sein letzter Wunsch war und das Gesetz es so vorsah, wurde ihm das Ganze gestattet und die Mitarbeiter im Gefängnis arbeiteten krampfhaft daran, ihn jeden dieser Wünsche zu erfüllen. Man brachte dann also in seine Zelle das Essen rein, in quasi einem aufgehäuften Berg, nur um dann zu hören, wie er sagte, dass er keinen Hunger habe und es nicht essen werde. Er hatte also quasi mit Absicht eine so riesige Bestellung aufgegeben, nur um diese dann am Ende nicht zu essen, um nochmal quasi einen Seitenhieb gegen das Gefängnis auszuholen. Eine letzte Möglichkeit, die Leute, die ihn gefangen hielten, zu ärgern bzw. für Probleme zu sorgen. Er war tatsächlich auch der Grund, warum es teilweise in Amerika danach keine Tradition mehr war oder verboten wurde, Leuten eine letzte Mahlzeit zu gestatten. Einfach weil man nicht wollte, dass so etwas nochmal passiert, wo jemand so viel Geld und so viel Essen verschwendet, einfach nur um noch einmal zu gewinnen bzw. um den Leuten nochmal eins auszuwischen. Als nächstes haben wir einen Mann namens Philip Workman. Und er hatte eben in einem Restaurant einen Polizisten erschossen, weswegen auch er ins Gefängnis kam. Seine letzte Aussage bzw. sein letzter Wunsch war gewesen, dass er selbst nichts haben möchte. Aber am Tag seiner Hinrichtung möchte er eben, dass irgendeinem Obdachlosen, egal wem, eine vegetarische Pizza gegeben wird. Dies war sein letzter Wunsch, den er hatte, und tatsächlich hatte das Gefängnis auch diesen Wunsch, obwohl er so speziell gewesen ist, erfüllt. Aber es wurde nicht nur eine vegetarische Pizza am Tag seiner Hinrichtung abgegeben, sondern tatsächlich wurden über 100 Pizzen an über 100 Obdachlose gegeben. Und somit könnte man sagen, dass dieser schreckliche Verbrecher mit seinem letzten Wunsch zumindest noch etwas Gutes getan hatte. Und zu guter Letzt wollen wir noch einmal über einen deutschen Serientäter sprechen, und zwar über Fritz Hamann, der besser bekannt ist unter dem Namen der Metzger von Hannover. Denn auch in Deutschland gab es früher die Todesstrafe. Diese wurde erst später abgeschafft und so gab es, nachdem Fritz Hamann seine schrecklichen Taten begangen hatte, wobei er 24 Jungen und junge Männer beseitigte, durfte auch er sich aussuchen, was er gerne essen würde, bevor er hingerichtet wird. Sein Wunsch war gewesen, dass er nichts essen möchte, aber gerne ein Kaffee hätte und irgendetwas zum Rauchen. Da es sein letzter Wunsch war, entschied man ihm eben etwas Teures zu geben und so bekam er eine teure brasilianische Zigarre und einen brasilianischen Kaffee. Dies wurde ihm gegeben und danach wurde er zur Guillotine geleitet. Und dies waren 10 gruselige Täter bzw. auch gruselige, verstörende und seltsame letzte Mahlzeiten. Mich interessiert es zu sehen, was ihr euch aussuchen würdet, wenn ihr könnt. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss.